Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Planet Firework und einem neuen Unboxing-Video von mir. Freunde, heute geht es um diese beiden Pakete. Was hat es mit diesen Paketen auf sich? Das lässt sich ganz einfach erklären. In diesem Jahr habe ich wieder das Privileg, für Röder Feuerwerk ein paar Produkte zu testen. Und ja, welche Produkte das im Genauen sind, das seht ihr gleich, wenn wir die Pakete auspacken. Und ja, legen wir mal direkt los und schauen uns das Ganze mal an. Bei diesem ersten Paket, was wir hier oben sehen, steht Strammer Max drauf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es eine 1er VE vom Strammer Max ist. Und deshalb werden wir die jetzt mal fix unboxen. Ich mache dazu mal wieder einen kleinen Schnitt, weil es ist Drahtkäfig und ja. So, Freunde, wir haben es aus dem Drahtkäfig raus. So, hier haben wir das gute Stück. Jetzt in der neuen Bauform, wie ich sehe. Wieder schön in Folie drin. Oh, auch noch zu. Meine Fresse, ey. Die meint es echt gut. So, Leute. Strammer Max. Jetzt auch in gefächerter Form. Ich meine, ich habe sie ja schon mal gehabt. Da war die zwar schon gefächert, aber war so von der Batteriebauform her wie die Royal Z oder so. Also halt einfach nur gerade hier und dann die Rohre einfach bloß schräg halt angeordnet in der Kiste. Aber hier ist es jetzt ist es ja direkt eine Fächerbatze geworden. Strong Max. Ja, gucken wir mal, ob sie auch genauso gut ist wie die ersten Chargen damals oder besser oder vielleicht sogar schlechter. Schauen wir mal, was der Test dann sagt. Ich lasse euch auf jeden Fall dran teilhaben. So, weiter geht's mit dem nächsten Paket beziehungsweise auch dem letzten dann schon. Da bin ich echt mal gespannt, was da so bei ist. Ich komme hier mal auf. So. Schauen wir uns das mal an. Da lächelt uns schon das ein oder andere römische Lichterbündel an. Einmal römisches Lichterbündel blau. Ich mach mal Licht an, das ist ein bisschen schwach ausgeleuchtet hier im Raum. Römisches Lichterbündel blau von Röder Feuerwerk, 300 Schuss. Da bin ich echt mal gespannt, was die Dinger so drauf haben. Früher hat man ja mal selber gebündelt, jetzt gibt es das halt schon ein bisschen vorverleitet. Mal gucken, wie die Quali ist von den römischen Lichtern. Ist ja auch immer so eine Sache. So, dann nochmal römisches Lichterbündel pink. Ebenfalls 300 Schuss. Ja, ich kann auch nochmal ein bisschen die Daten hier zeigen. 20 Meter Steighöhe soll das Ganze haben, 20 Sekunden Brenndauer. Das ist doch jetzt gar nicht so lange, aber ja, auf den Effekt kommt es an. Kaliber 10 mm, 175 Gramm NEM. Ja. So, ja. Gewinner 1 von 20 tollen Preisen. Gesamtwert von 1500 Euro. Ja, Leute. Ja, für die, die es noch nicht wissen und die da noch keine Erfahrung haben mit Röder, damit hat es Folgendes auf sich. Wenn man bei Röder Feuerwerk bestellt und dann da irgendwie ein Video von, also jetzt so wie ich jetzt mache, ein Unboxing-Video dreht oder irgendwie ein tolles Foto, also so richtig kreativ halt auch ist, so was das Foto angeht, vom Gesamtbild her, von dem, was ihr bestellt habt oder was weiß ich, das könnt ihr dann einreichen bei Röder Feuerwerk und dann könnt ihr da irgendwie Gutschein oder sexy Ware gewinnen, irgendwie so war das. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier dann noch einen schicken Aufkleber. Ich bin ein Feuerwerk-Junkie. Jeder Schuss ist ein Genuss. Als nächstes Blutlust. Ich glaube, die habe ich schon gehabt. Tiefblaue Sterne mit blutroten Linksternen. Ja, die ist von Hestia produziert, aber für Röder halt. Ja, ich glaube, die hatte ich schon gehabt. Ich bin mir nicht sicher. Farbrausch. Ja. Scheint eine Multicolor-Batze zu sein. Nee, zweifarbige Peonien-Bouquets, Rot-Blau und Lemon-Pur. Ja, doch, sieht ja dann doch nach Multicolor aus. Übrigens, die Hestia-Teile hier,
sind Pyromold, so wie ich das jetzt gerade schon gefühlt habe. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Verpackung, Schnödelei. Dann haben wir hier Dreiklang, jawohl, habe ich mir schon dreimal bestellt gehabt eigentlich zu meinem 0 Uhr Feuerwerk hin. Jetzt habe ich es halt nochmal extra zum Einzeltesten, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier Kometenschauer Weiß Glitter, hatte ich glaube ich auch schon oder halt mit deiner Farbe, bin ich mir auch nicht mehr sicher, ist schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall auch eine Pyromold Batze, wie ihr sehen könnt, von, ich gehe aber mal aus von Leslie diesmal, aber ja, Leslie. Okay, Kometenschauer Weiß Glitter. Oha, das ist ja geil. Die lassen mich den Vorschlaghammer testen. Von Gao ist das Ganze produziert worden, beziehungsweise gefertigt worden für Röder. 20 Schuss Salutbatze. Was von Gao kommt, Leute, kann einfach nur geil sein. Weil, was heißt kann, ist einfach nur geil. Und dann haben wir hier noch einen Artikel. Oh, what's that? Megashoot-Bombenrohre. 1, 2, 3 und 4. Vierfarbig sortiert, auch nummeriert. Muss ich mir mal genauer angucken. Pyro Group Europe hat das Ganze importiert. 25 Gramm NEM, also ausgereizt pro Schuss. Da bin ich ja mal richtig mega gespannt. Mega Shoot, wusste ich gar nichts von diesem Artikel, dass Röder sowas führt. Der nächste Artikel. Liebesspiel. Schöne, breite Fächerbatze auf jeden Fall. Blaue Feuertöpfe mit Goldflimmerkometen mit roter Spitze in rasanter Schussfolge. 10 Sekunden Brenndauer, na das kann doch wohl wieder bloß geil werden. 470 Gramm NEM, wuh, na. Auf dem Test bin ich doch wieder direkt gespannt. Oh ja, jetzt kommt aber eine Riesenkiste hier. Schaut mal. Das ist auch der letzte Artikel da drin. Eieiei. Mach ich mal weg. Oh geil, Kunterbunt. Da bin ich echt happy, dass ich die testen darf. Kunterbunte Fächerbatterie mit kräftigen bunten Brillantsternen. 500 Gramm, also Full NEM, Leute. 15 Sekunden Brenndauer. Ja, 25 Schuss. Das ist schon auch gut schnell. Aber ist das eine Kiste, Leute? Schaut mal meine Hand. Geht auch. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, die habe ich ja schon online gesehen im Shop und mir hat auch das Video reingezogen. Aber ja, mein Budget war da auch diesmal ein bisschen begrenzt, als ich bestellt habe bei Röder. Ja, und jetzt ist es in den Testpaket mit drin. Wow, geil. Freue mich auf den Test. Ja. Ich stelle nochmal alles ein bisschen zusammen und dann seht ihr, was ich da bei Röder alles bekommen habe, nochmal im Gesamtbild.